So, meine Lieben, dann starten wir rein in ein Springerspiel. Ein Teaser dafür haben wir jetzt nicht, deswegen laden wir direkt rein. Derpy gegen den Chris auf der Silver Springs. So. Jetzt bin ich gespannt. Derpy gegen Chris. Er möchte hier einmal den Moderator und Erstligaspieler Chris herausfordern. Eine Tabelle haben wir natürlich in so einer Challenge nicht. Wir haben das Spiel ja jetzt eingeschoben, weil wir gut in der Zeit heute sind, bevor wir zum nächsten regulären geplanten Spiel kommen. Das 2 vs. 2, was gleich gezeigt wird. So, und da sind wir. Links oben mit den Alliierten der Derpy gestartet. Rechts unten Chris in seinem beliebten Orange. Auf der Silver Springs, eine sehr, sehr beliebte Map bei uns aus dem Pool. Wir schauen sie uns einmal an. Wir haben riesige Erzfelder, auch mit Gems bestückt. Ein großes, großes Gemfeld in der Mitte. Das heißt, massig Ressourcen für beide Spieler. Wer hier Kohleprobleme kriegt, mein Gott, was ist heute los? Der macht definitiv in seiner Spielweise etwas falsch, weil Ressourcen sind hier massig genug. So, da bist du hier oben links stehen geblieben. Viele Spieler fahren gerne mal ein bisschen hier vor, auf diese Position zum Beispiel oder hier auf diese hier. Gerade wenn man unten rechts startet. Der Chris hat es nämlich auch gemacht, der ist vorgefahren. Nicht hier unten rechts stehen geblieben. Macht auch Sinn. Damit die Wege direkt kürzer sind. Er kann sich hier hoch direkt zum großen nächsten Erzfeld bauen. Und die paar Sekunden da einzubüßen sind ist auf jeden Fall wert. Beide gerade fleißig in der Erkundung. Wir sehen ganz viele kleine Derpys hier rumlaufen. Und auch ein paar Chris-Männchen laufen hier rum. Decken schon mal die Karte ein bisschen auf. Vollsicht werden sie ja beide gleich kriegen, weil sie Alliierte spielen. Und so kann man auch seinen nächsten Schritt planen. So, jetzt die gute Frage wieder. Die Frage aller Fragen auf der Silver Springs. Wird es hier um die Mitte gehen? Die Mitte ist ja jetzt wieder beliebter geworden seit Season 5. Seit die Gems wieder auf Normalwert zurückgestellt worden sind. Wir hatten ja in der Season noch davor einen etwas verringerten Wert für die Gems. Das haben wir wieder rückgängig gemacht. Season 5 ist wieder der Normalwert drin. Und somit die Gems nochmal wieder viel attraktiver geworden, sich die zu sichern. Und da habe ich schon hingehen. So, Chris, Aufbauweise, wie geht's rein? Ja, eine Raffinerie reicht hier völlig aus. Mich wundert, dass keine Silos hier kommen. Auf der Silver Springs müssen Silos gebaut werden. Ich glaube, hier ist auch schon einiges an Kohleflöten gegangen. Werkstatt war gerade draußen. Zweiter MBF wird im Bau sein. Hier beim Derpy auch. Ja, zwei Raffinerien auch schon. Aber auch keine Silos. Er konnte ein bisschen mehr speichern. Deswegen hat er wahrscheinlich auch gerade ein bisschen mehr Kohle. Auch die Waffenfabrik draußen. Werkstatt. Ich sehe auch keine Einheiten. Ne, da ist die Werkstatt. Gerade rausgekommen. Nächster Sammler ist auch da. Muss einmal umgesetzt werden. Auf das Feld vielleicht. Die kann vielleicht sogar verkauft werden, damit hier unten eine hingesetzt werden kann. Wege verkürzen, damit das Geld weiter reinkommt. Chris mit Geldproblem. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Wie geht das? Drei Sammler und keine Kohle. Ja, immer noch keine Silos. Chris, was ist da los? Silver Springs und keine Silos bauen. Hier kommt schon die erste Tanja-Verteidigung auf der Rückseite. Oder hier, na, zumindest eine Scouter-Verteidigung. Das darf er während des 10-Minuten-Cooldowns, in dem die beiden sich nicht aktiv angreifen dürfen. Passive Angriffe durch stehende Einheiten sind erlaubt. Nur der Sammler muss auch vor Passivfeuer geschützt werden. So, wir haben ja einen nächsten MBF von Chris, der sich straight Richtung Mitte aufmacht. Ich finde es auch sehr schön, dass er sich hier direkt die linke Seite nimmt und damit in direkter Nachbarschaft jetzt hier zum Derpy sitzt. Derpy auch mit dem nächsten Bauhof. Immer noch keine Raffinerie gebaut. Baut hier gerade noch Kraftwerke. Zieht sein MBF jetzt auch runter. Muss gucken, wo er jetzt hingeht, weil unten ist jetzt besetzt. Er könnte jetzt diese Position noch einnehmen, die auch sehr, sehr stark ist. Gleichzeitig in Kombination mit der hier.
geht aber hier hin. Dann wird aber schwierig, ob er hier was bauen kann. Ja, er lässt nur ein Silo da. Okay. Dafür sind Silos übrigens auch sehr, sehr gut. So, Chris hat eine Raffinerie und ein Kraftwerk dagelassen, bewegt sich auch weiter nach hinten, um da auch seine Eco aufzubauen. Gerade im Hinterland auf der Silver Springs. Die Map ist sehr, sehr groß. Kann man schön ein paar Backup-Raffinerien bauen. Wobei, ich muss alles trinken gleich. Dass einem die Eco hier nicht zusammenbricht. Weil alles hier auf ein, zwei Raffinerien zu setzen, ist natürlich auch gefährlich. Auch wenn die gut reinscheffeln. Aber wenn die zerstört sind, bricht sofort die Eco zusammen. Da auch ganz wichtig. So, Derpy macht's richtig in meinen Augen. Nimmt sich diese Position hier, fährt sogar weiter. Er lässt immer Silos da. Frage, was er damit bezwecken möchte, weil er baut bis jetzt ja hier noch nichts. Fährt jetzt hier weiter runter. Wo will er hier hin? Wir haben jetzt knapp 6 Minuten vom Cooldown rum. Ja, sieht jetzt natürlich, dass der Chris schon hier ist, wenn er noch nicht hier erkundet hat. Ich würde behaupten, er hat das nämlich noch nicht, sonst würde er hier nicht mit dem Bauhof reinfahren. Hier unten haben wir direkt nochmal ein MBF-Synchronschwimmen. Philipp! Vielen, vielen Dank! Herzlich willkommen! 5er Sub-Bombe! Vielen, vielen Dank für deinen Support. Hohohoho! Das ist mal frech! Eiskalt vor die Nase gesetzt. Mit einem Silo, mit einer Raffinerie und mit einem Kanonenturm. Die Panzer haben hier sofort reagiert, weil ich glaube, die sind auf Guard eingestellt. Die reagieren nämlich sofort, wenn sie beschossen werden hier. So, Chris hat sich hier zurückgezogen, zieht weiter runter, nur eine Raffinerie dagelassen. Und Derpy versucht sie weiter mit Kanonentürmen. Den Chris so ein bisschen auf den Senkel zu gehen. Muss man aufpassen. Weil das ist etwas, das mag der Chris überhaupt nicht. Antwortet ja aber auch schon mit Türmen. Nur, dass der Chris hier ein paar Panzer verliert und der Derpy gleich seinen Sammler. Müssen wir mal hier ein bisschen was Flüssiges einverleiben. Chronopanzer in Front gebaut. Volle Silos. Laden zum Zerschießen ein. Hier oben auch Chronopanzer, keine weitere Techzentrum-Star. Guck gerade mal. Tanja. Nochmal Tanja. Beim Chris, wie sieht's da aus? Kiste hier unten, Sammler. Alles sehr unbewacht, sehr spartanisch. Also es konzentriert sich alles gerade hier wirklich auf die Mitte. Nein, eine gelbe ist das nicht, Philipp. Es ist erlaubt. Also da haben wir gerade schon Schlimmeres gesehen. Wenn Derpy hier sich wirklich meint, entgegen zu bauen. Ist kein aktiver Angriff. Ah, David, ich glaube, dass die Panzer auf. Die kannst du ja mit G auf Guard stellen. Ne? Dann stehen die nicht nur rum, sondern sind in einer Art Guard-Position und agieren ein bisschen eigenständiger. Dann reagieren die auch sofort auf so einen Turm. Das ist kein aktiver Angriff. Machen. Ja, die werden sich zwar auch ohne Guard, das stimmt, aber hier haben gerade wirklich 3, 4, 5 Panzer auf einmal geschossen, deswegen vermute ich gerade, dass sie auf Guard standen. Muss nicht so sein. Ist nur eine Vermutung von mir. Weil sonst reagiert immer gerne der Panzer, der beschossen wird. Aber nicht immer unbedingt so viele, weil die haben gerade alle gleichzeitig reagiert hier. Die hier. So, und damit natürlich hier die Position gleich verloren. Für Derpy. Hier sieht alles entspannt aus. Hier unten fährt ein BMT. Er hat Tanjas eingeladen. Müssen wir im Auge behalten. Zwei sogar. Zwei BMTs. So, Panzer jetzt vom Derpy aufgebaut. Chronos auch. Auch ein etwas, was Chris sehr, sehr gerne mag. Chrono-Panzer. So, 9 Minuten Blitz habt ihr gesehen. Das Zeichen für die Spieler noch eine Minute. Dann ist der Cooldown abgelaufen. Massive Infanterie jetzt von Chris. Könnt ihr schön hochlaufen. Muss aber aufpassen, ein paar Panzer da raus und hier drüber fahren und dann ist das vorbei. Satellit geht gerade bei Chris hoch. Chris kriegt jetzt schön zum Cooldown-Ende die Vollsicht. Und ich sehe keine, doch Schattengeneratoren sind da, einzeln zumindest. An der Front und in der Main Base. Aber hier zum Beispiel
hier vorne nicht. Ja. So, hier haben wir ein BMT. Hier haben wir ein BMT. Frage, wie sicher ist die Base von Chris? Ich glaube, Chris hat schon gesehen. Er zieht nämlich seinen Bau schon weg. Hier baut er massig Infanterie. Also ich denke, er weiß, was auf ihn zukommt. Hier oben ist genug. So. Drei Blitze, Cooldown vorbei. Sie dürfen angreifen. Alle Regeln aufgehoben, Feuer frei. So, Chris geht direkt hier links in die Offensive. Macht auch Sinn, die Base hier rauszunehmen. Die stört ihn, die kann ihm richtig im Hinterland angreifen und agieren. Die beiden BMTs machen noch nichts. Findet erstmal alles hier statt. Hier ist alles ruhig. Erster Kampf konzentriert sich hier auf die linke Seite. Chronopanzer, wo ist er hingegangen? Hier ist er hingegangen. Nimmt ihr den Bau hoch unter Beschuss. Chris reagiert noch nicht, ist ja noch in links beschäftigt. Damit könnte Derpy gleich Erfolg haben, hier Chris einen Bau rauszunehmen. Mit einem Chrono, jetzt reagiert er. Ein Schuss noch. Ne, Derpy hat nicht umgelenkt. Er war nicht dabei. Muss man dranbleiben. Bis wirklich der letzte Schuss gesessen hat, weil ihr habt es gesehen. Er hat noch einen Schuss abgegeben, aber nicht mehr auf dem Bauhof. Der war nicht mehr fokussiert, nachdem er eingeklappt worden ist. So, hier unten. Oh, hier unten wütet Netanya. Nimmt dem Chris hier unten seine hintere Raffinerie und Base raus. Hier steht immer noch eine. Konnte er sogar wieder einladen, wieder mitnehmen. Hier ist weiter Ringelpiez mit anfassen. Hier auch alles ruhig. Hier, Chris sammelt massiv Panzer gerade in der Mitte. Nächster Chrono. Frage, wo ist er hingegangen? Hier. Na, schnell platziert. Hat er den Bauhof nochmal rausgenommen. Der war ja angekratzt. Chris hat nicht repariert gehabt. Und somit mit dem nächsten Chrono. Hit and run. Da rennt er weg, der Chrono. Verfolgt von einer wütenden Meute, Chris. So, hier unten auch. Gab es direkt Stress. Oh, der BMT wollte mal loslegen. Hat die Rechnung ohne die Panzer von Chris gemacht. Der haut nämlich jetzt hier ab. Der Chrono rennt ja auch um sein Leben. Pixie Pincher, servus, grüß dich. Willkommen bei Katastrophe LP. Schön, dass du da bist. Hier beim besten Command & Conquer E-Sport Kanal auf dem Planeten. So, jetzt Chris in der Vormarsch. Möchte jetzt hier dem Derpy auch mal was versetzen. Derpy ist aber aktiv. Greift hier zwischen die Panzer. Chris konzentriert sich jetzt erstmal hier auf sowas Unwichtiges wie ein Radar. Und ist hier natürlich jetzt direkt eingeschlossen vom Derpy. Ja, Derpy nimmt aber nicht seine komplette Kraft, um die Panzer von Chris abzufangen, die er hier schon gut abgefangen hat. Chris kann da nicht mehr entkommen, sondern zieht auch mal einen Teil nach unten. Oben hier aus der Mitte ihn rausnehmen und gleichzeitig nochmal ein Chrono nach dahin. Aber da hat Chris aufgepasst. Beziehungsweise die Panzer von Chris haben da aufgepasst. Und hier, ja, das kriegt Derpy hin. Hier ist ein Übermacht, muss hier die Waffenfabrik schnell rausnehmen, dass keine Verstärkung mehr kommt. Sehr gut, jetzt. Kanonentürme raus, Panzer raus. Und beeilen. Ja, er ist zu statisch. Viel zu statisch. Muss mehr in Bewegung sein. Auch beim Schießen. Taste Q ist das Schlüsselwort. So, Chris auch jetzt hier rechts oben am Vorboden. Nimmt hier oben die Base raus. Das war, denke ich, auch der Grundplan hier mit den Panzern. Musste sich natürlich erstmal den Chronos rumschlagen. Aber somit geht die Seitenbasis hier vom Derpy auch verloren. Aufpassen, dass diese Panzer gleich ihm nicht in den Rücken fallen. Könnten auch schön Schlenker nach hier oben machen. Der Derpy ist gerade hier in der Mitte, möchte den Chris hier aus der Mitte tilgen. Zieht sich jetzt aber gerade wieder zurück, oder? Ja, die Panzer kommen gerade alle nur vereinzelt an. Er sollte sie erstmal hier vorne irgendwo sammeln. Ich glaube, das macht er auch gerade. Ja, und jetzt passiert's. Chris kommt nämlich jetzt auch von hinten. Hat die Panzer jetzt nicht nach oben links gezogen, sondern kommt jetzt hier auch und versucht hier von hinten Derpy unter Beschuss zu nehmen. Aber ja, Derpy hat sich gerade hier wieder gesammelt. Verstärkung kommt auch gerade oben. Massig Infanterie, Schützen, Rockets. Hier steht ein Bauhof rum und macht gar nichts. Derpy ist, glaube ich, gerade ganz konzentriert. Wie waren die vorherigen Spiele, Prinz Lotze? Was haben wir denn gehabt? Nerko gegen Sunny. Sunny gewonnen. Mentoron gegen
Martin 2, Mentoron gewonnen. Silence Death gegen Deacon Frost. Deacon Frost gewonnen. So, Derpy zieht hier durch und nimmt Chris wirklich aus der Mitte raus. Und das ist ein herber Schlag für ihn. Taktisch wie ressourcentechnisch. Versucht jetzt hier dicht zu halten, dass er jetzt hier nicht in die Mainbase reinfahren kann. Derpy sammelt sich erstmal hier vorne. Macht er gut. Chris ist gerade im Zugzwang. Soll hier unten eigentlich stehen? Nichts Wertvolles? Ne. Ja, testet hier einmal an, aber zieht sich auch wieder zurück. Derpy macht das sehr, sehr gut. Chris ist gerade ein bisschen am Straucheln. Hätte gut, vielleicht mal ein paar Panzer zu nehmen und einmal über die Flanken zu fahren. Um das Spiel von Derpy so ein bisschen zu unterbrechen. Auf zieht direkt nach. Frontbase wird gebaut. Sammler verfährt sich. Ja, nimmt noch ein paar Schützen mit. Ja, nur mal Speedman, der ja, ist immer so bei mir. Bei mir läuft das immer rund. Ich hab immer die kurzen Spiele. So, Chris jetzt wieder mit dem Frontalangriff. Das wird eine Materialschlacht hier. Chris möchte hier die Panzer loswerden. Und hier einmal Derpys Festung brechen, bevor er sich hier wirklich eingräbt mit Kanonentürmen. Derpy baut ganz optimistisch schon mal eine Raffinerie. Ist jetzt hier auch noch in Überhand so ein bisschen. Aber viel wird nicht übrig bleiben. Frage ist, ob Chris ein bisschen Verstärkung nachzieht. Ja, ein paar Panzer kommen als Verstärkung. Jetzt sollte hier das Verhältnis wieder kippen. Aber auch Derpy zieht direkt alles nach. Macht er gut. So, Derpy jetzt in der Rückwärtsbewegung. Immer wieder Verstärkung nachziehen. Macht er auch. Atombomben-Silo gebaut bei Chris. Ja, beide schicken jetzt gerade immer wieder Panzer rein. Chris hat darauf keine Lust mehr, zieht sich hier zurück. Derpy auch. Und Derpy fängt an, sich hier einzugraben. Und das will Chris verhindern. Weil das ist genau der Moment, in dem er dann hier nicht mehr durchkommen wird so leicht. So, nimmt hier die Kanonentürme raus. Derpy schon wieder mit Verstärkung. Chris wieder rein. Schützen als Unterstützung. Und das kann er schaffen. Oh, Derpy macht's richtig. Genau. Einmal durchfahren. Feuer und Bewegung. Ziemlich ausgeglichen gerade wieder. Aber Derpy jetzt mit Geldproblem. Derpy hat keine Kohle. Warum nicht? Chris steht super da. Derpy kann das hier anscheinend noch gerade so abwehren. Produktion bei Chris läuft irgendwie nicht so ganz rund. Hier kamen gerade keine Panzer mehr raus. So, Derpy kommt wieder an Kohle ran. Er muss hier ein bisschen Micromanagement betreiben. Seine Sammler mal wieder umlenken. Hier vorne haben die Sammler ganz, ganz lange Wege. Baut sich wieder auf. Ja, Derpy ist wieder dabei. Hat selber gesehen, dass es nicht so ganz rund läuft und kümmert sich jetzt wieder um seine Eco. So, Chris tät gut daran, nicht nur Panzer zu bauen, sondern jetzt auch noch vielleicht Hubschrauber zusätzlich. Infanterie baut er ja schon die ganze Zeit. Das Geld hat er. Ah, zieht ja auch noch weiter. Derpy hat hier nicht nachgezogen, keine Verstärkung. Chris könnte diese Position jetzt rausnehmen hier. Damit den leicht taktischen Vorteil für Derpy hier wieder zunichte machen. Panzer von Derpy versuchen hier einzugreifen. Aber das sollte zu spät sein. Kombiniert wäre es gut gewesen. Jetzt kamen die beiden Gruppen alleine. Dentek, guten Abend, Servus, grüß dich. Wieder nächste Verstärkung. Derpy kann hier die Position gerade noch halten. Über die Flanken möchte keiner kommen. Konzentriert sich hier wirklich auf diesen einen Übergang. So, ein Gebäude noch, dann ist der Bauplatz wieder weg. So, Derpy macht es wieder richtig. Einmal links, rechts, kreuz und quer, damit sind die Schützen wieder Geschichte. Genug Panzer sind auch da. Verstärkung kommt. What the F4? Schön, dass du da bist. Guten Abend.
So, die traden hier wirklich wieder die Panzer. Schon hin und her. Verstärkung von Chris kommt, Verstärkung von Derpy kommt. Das geht schon ein paar Minuten schon so. Aber Derpy gibt die Position auf. So, Bauf zieht er auch weg. Ja, Chris denkt sich, gut, wenn er hier durch ist, kann ich jetzt auch links weiterfahren. Wieso nicht? Die Gegenwehr vom Derpy ist jetzt auch gerade nicht berauschend. Derpy kommt wieder so ein bisschen an Kohle ran. Ja, die Raffinerie hilft. Sollte auch die Raffinerie hier hinten mal abbauen. Und hier vorne mal locker mal zwei platzieren. Die würden so viel wert sein. Und da hätte er erstmal wirklich lange Ruhe. Hier steht auch wieder der Bauf rum. Ja, die beiden sind nicht schlecht. Machen hier gut was. Die hier sammelt. Könnte im Hinterland weiter sammeln. Ja, und Chris weiter auf dem Durchmarsch. Versucht jetzt hier durchzubrechen. Immer Stück für Stück. Ah, den Sammler nimmt er sich vor. Der ist auf Irrwegen. Und hier kommt er auch durch. Derpy in Bedrängnis. Wird jetzt hier gerade Stück für Stück wirklich weiter zurückgedrängt. Kommt jetzt zwar wieder mit einer Panzerverstärkung, aber auch von Chris kommen schon wieder Panzer nach. Also er beginnt hier wieder wirklich eine Panzermacht aufzubauen, Stück für Stück. Der Derpy ist wieder knapp mit der Eco. Er hat nicht genug, um mal nebenbei jetzt vielleicht noch ein paar Schützen zu bauen, so wie der Chris das macht. Chris Eco hält das aus. Und wird auch noch Helis aushalten. Schön abgefangen hier mit dem Panzer. Und hier einmal quer drüber. Ohne Rücksicht. So, Chris weiter. Kommt auch schon wieder mit Verstärkung. Also es ist so ein langsames Durchbohren. Von Chris durch die Positionen von Derpy. Macht er gut. Chris ein bisschen statisch. Ja, holt schon wieder Verstärkung. Bumbombe kam noch nicht zum Einsatz. Es kommt hier immer weiter durch. Derpy hat jetzt hier oben auch seine Produktion hin verlagert. Ah, die Panzer jetzt. Nicht als Verstärkung vielleicht hier rein. Sondern vielleicht mal hinten rumziehen. Damit kriegst du ihn auch richtig außen Konzept vielleicht. Chris kann das, der kann sich auf mehrere Schauplätze gleichzeitig konzentrieren. Aber er möchte hier wirklich langsam sich durchbohren. Stück für Stück, Gebäude für Gebäude, Panzer für Panzer. Ne, das ist kein Ligaspiel. Das ist eine Challenge, wir sind gut in der Zeit. Haben wir eingeworfen. Der Derpy hat den Chris herausgefordert. Underground TV, danke für deinen Raid. Herzlich willkommen bei Katastrophe LP. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Wir sind hier gerade mitten in einer Herausforderung, einem Match von unserem Derpy, der den Chris herausgefordert hat aus der ersten Liga. Bevor wir hier weiter mit dem regulären Ligaspiel machen. Erzählt mal gerne, was habt ihr gespielt? Was habt ihr gerade gemacht? Schön jetzt von Chris. Piekt auch mal rechts rein. Jetzt muss Derpy nämlich rotieren. Nee, Chris möchte ganz weiter rechts rüber. Anno und World of Tanks. Ja, auch nicht schlecht. Der Cutter ist ja auch ein totaler Anno-Fan. World of Tanks habe ich auch mal ein bisschen gespielt. Bin so ein bisschen an World of Warships hängen geblieben. Aus ein anderes Thema. Chris hier weiter durch. Ziemlich viele Schützen jetzt mit dabei hat. Und die sind stark, wenn sie nicht überfahren werden. Derpy hat es vorhin gut gemacht. Jetzt zieht er wieder durch. Panzerverstärkung kommt aber auch von Chris rüber. Hier links ist dann Volta nicht weiter durch. Er möchte jetzt hier die Position weiter rausnehmen. Aber jetzt auch Chris so langsam mit Geldproblemen. Bitte einmal einen Shoutout an den Underground raus. Liebe Mods. So, bohrt sich jetzt hier weiter durch. Derpy muss jetzt wieder von links rüberholen. Chris zieht da seine Taktik weiter durch. Einfach frontal durch. Aber er macht es jetzt mal richtig, dass er auch mal links rüber geht. Und hier schleichen sich jetzt mal so ein paar Schützen durch. Die können ordentlich Schaden anrichten. Ja, Derpy versucht es hier mit dem Bauf da so ein bisschen
Sie machen aber hier Waffenfabrik raus, Bauhof raus. Die Schützen sind jetzt schon erfolgreich. Das hier kriegt Derpy noch verteidigt. Aber in der Zeit verliert er hier hinten gerade massig am Rückgrat. Ja, Derpy verkauft schon ein bisschen. Chris macht das gut. Hier ist nur noch passiv. Lässt sich hier rausnehmen. Und Tech-Zentrum auch mit. Aber das war nur das Backup-Tech-Zentrum. So, die Schützen damit mehr als erfolgreich. Kann er so stehen lassen. Und nächsten Einheiten sammeln sich bereits von Chris hier. So, bis ruhig. Derpy muss jetzt überlegen, was er macht. Er hat jetzt gerade mal ein paar Sekunden Pause. Aber nicht lange. Von Chris stehen die nächsten schon hier. Kümmert sich hier oben gerade um seine Eco weiter. Finde ich nicht schlecht. Das ist gut wichtig. Das Eco von Derpy steht auch wieder sehr stabil. Das sieht man auf der Silver Springs sehr, sehr schnell, was so ein, zwei Raffinerien Unterschied machen. Deswegen sagte ich es am Anfang, auf der Silver Springs Ressourcenprobleme zu kriegen, ist schon fast eine Kunst. Ja, sehr gut. Volles Silo einmal rausnehmen. Das kostet Derpy richtig Geld. Ach, hier haben wir Minenleger. Hat die gebaut? Ne, ja, bestimmt nur das Kiste, ne? Ach, der fährt hier rum. Das sah so ein bisschen lost aus gerade. Nächster Chrono. Derpy fängt wieder an, Chronos zu bauen. Hat Chris jetzt gerade nicht so schnell mitgerechnet. Ja, hat's aber gesehen. Derpy diesmal ist wieder nicht dabei. Anstatt hier den Bauhof weiter zu verfolgen, geht er jetzt hier auf die Waffenfabrik. Das baut schnell noch ein paar Panzer. Ist hier aber auch gut, dabei den Derpy rauszunehmen, weil Derpy hier links nicht aktiv war wegen seiner Chrono-Aktion. Konnte Chris abwehren. So, und auch diese Position für Derpy verloren. Derpy wird immer weiter zurückgedrängt. Er war vorhin noch hier. Dann ist Chris bis nach hierhin vorgefahren. Vorgelaufen. Jetzt bis nach hier. Also ganz langsam, taktisch, wird er immer weiter zurückgedrängt. Und Derpy, alles was Derpy baut, muss er momentan für Verteidigung ausgeben. Er könnte versuchen, jetzt hier wirklich ein paar mehr Kanonentürme zu bauen, um ein bisschen Puffer zu kriegen, ein bisschen Unterstützung zu kriegen. Vielleicht ein bisschen Artillerie für die ganzen Schützen, die durchgehend kommen, aber Kanonentürme vielleicht erstmal primär. Mehr als zwei. Hau mal hier 4, 5, 6 hin. Die halten eine gute Menge an Panzern ab. Und Chris jetzt wieder mit Flügelangriff, Doppelflügelangriff. Verkauft doch wieder. Versucht ihr noch die letzten Ressourcen zu sichern aus den Gebäuden, die er da verliert. Aber wenn er jetzt diese Position hier verliert und Chris auf die Idee jetzt kommt, sich stattdessen mal dahin zu bauen, dann sehe ich hier ganz schwarz für Dürren. Genau, ein Underdog. Das ist unser Derpy gerade hier in diesem Match. Hat sich in der ersten Hälfte gut geschlagen. Wir haben jetzt gut eine halbe Stunde rum. Maximal eine Stunde spielen wir ja pro Match. Völlig egal, ob Challenge oder Liga spielen. Aber zieht da sehr gut durch. So, Derpy sammelt sich hier. Kohle hat er auch. Mich wundert sie nicht, warum. Wundert sie nicht. Mich wundert, dass nicht mehr Infanterie kommt. Dass keine Helis kommen auf beiden Seiten. Oh, Atombombe. Schön waren wir drauf. Chris jagt hier einmal die volle nukleare Macht rein. Ganz so strong ist er leider hier nicht in diesem Spiel. Und Derpy hier auf Verteidigung. Nuklear oder ne? Nukula. Nicht nuklear, Nukula.
So, Chris bohrt sich hier weiter durch. Auch hier die vorderste Position jetzt geklärt. Keine Waffenfabrik mehr jetzt beim Derby. Derby kann keine Panzer mehr bauen. Nur noch Infanterie. Aber er muss schnell Waffenfabriken nachbauen. So, Verstärkung vom Chris kommt schon. Vollsicht hat er ja. Na gut, hier ist ein Schatten. Hier kann das nicht sehen. Hier ist jetzt noch ein Bauhof. Das ist auch der letzte. Also Derby angezählt. Wenn er den Bauhof verliert, ist er raus. Kann nur noch ein bisschen Infanterie bauen. Und das ist natürlich leicht zu kontern. Versucht jetzt hier mit Rockets gegenzuhalten gegenüber dem Panzersturm, aber Chris macht mit ihm genau das, was Derby vorhin mit ihm gemacht hat. Ja, André, richtig, das Spiel ist durch. Also, seit Chris hier in der Mitte durchgebrochen ist, ist das Spiel vorbei. Chris fährt jetzt hier einmal durch, erkundet ein bisschen, deckt die letzten Schatten hier wieder auf. Hier hat er Panzer, hier hat er Panzer. Die könnte man alle jetzt mal wirklich rüberziehen. Die sind jetzt hier so ein bisschen inaktiv. Ja, die Sammler nehmen sie sich vor. Aber Chris braucht ja eigentlich nur noch den Deckel zumachen. Hat so viel Kohle. Das kann er nicht mehr drehen. So, die beiden werden geopfert. Und hier die Panzer von unten ziehen jetzt durch. Und das sollte, denke ich, der Enthauptungsschlag sein. Ja, gute Frage, ob er es damit leichter oder schwerer für Chris gemacht hätte. Werden wir nie erfahren, weil sie haben beide Alliierte gespielt. So, das sind zwei Erkundungspanzer. Chris, du bist ruhig hier. Baut jetzt mal einen Hafen hier, okay. Warum jetzt hier einen Hafen? Er sieht doch alles. Er hat doch ein Tech-Zentrum. Er weiß doch, dass er nur noch auf dieser Position ist. Hier ist ein Schatten. Und hier ist ein Schatten. Also zwei Schatten hat er hier. Warum jetzt hier ein Hafen, verstehe ich nicht. Ich habe ihn natürlich jetzt wieder mit Waffenfabriken. Chris zieht noch ein paar Panzer zusammen. Weil der Hafen kann ja wirklich gar keine Unterstützung liefern. Nicht mal die Kreuzer, die kommen nicht mehr so weit. Bis hierhin kommen die vielleicht. Aber weiter auch nicht. Hier hat er auch einen Hafen gebaut. Ja, in jeden Tümpel gehört ein Hafen rein. Und ein Kreuzer natürlich. So, da ist ein Kreuzer da. Und hier erwarte ich jetzt auch noch einen Kreuzer, Chris. Da kommt noch ein Kreuzer rein. Ja, schöne Backup-Unterstützung, aber viel wird die nicht bringen gerade hier. Ne, in jeden Tümpel gehört ein Kreuzer, Silent. So. Ich höre hier wildes Verkaufen. Derpy gibt auf. Ne, gibt sich hier geschlagen. Weiß, das war's. Fire Sale. Alles verkauft. Alleine hatten wir ihn zusammengezogen. Kein Zeitspiel mehr jetzt hier. Und damit ein, wie zu erwarten, muss man sagen, aber am Anfang nicht absehbar. Was macht Chris jetzt hier? Und fährt er wieder weg? Ja, er fährt will auf seine Kreuzerhöhe zurückfahren. Auch aber gar nicht. Die paar Einheiten kriegt er damit eigentlich locker kaputt. Aber gut. Will seine Kreuzer dann auch nochmal ein bisschen Spaß gönnen. 5 Stück hat er schon gebaut. Die feuern jetzt hier wild drauf los. Und bei dem Gewusel treffen die alles. Nein, aber gutes Spiel von Derby. Auf jeden Fall hat Chris gut unter Druck gesetzt. Chris konnte nicht sein Spiel spielen. Hat alles gemacht, was der Chris hasst. Kanonentürme. Direkt Base an Base gebaut. Chronopanzer. Tanyas. Also von der Vielfalt her, von der B-Note, hat Derpy ganz klar vor Chris. Im Endergebnis Chris aber der Sieger.
da haben wir noch den Highlander, den allerletzten. Das war's. Match abgeschlossen. Wir gehen in die Statistik rein und gucken mal, was wir da finden. Ja, massig Kohle werden sie beide gesammelt haben. Chris, 100.000 mehr. Hier, 600, über 600 Einheiten jeder rausgenommen. Und klar, zerstörte Gebäude. Chris, vorne mit dabei. Wir hören mal ran, was die beiden zu sagen haben.